Die Staatsanwaltschaften sind natürlich immer aktiv. Jetzt fällt es halt besonders auf, weil es eine Reihe von Personen betrifft, die besonders in der Öffentlichkeit und im Licht der Öffentlichkeit stehen. Man erinnere sich daran, dass jetzt der aktive Finanzminister Gernot Blümel als Beschuldigter bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt wird. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass der frühere Justizminister und aktuelle Verfassungsrichter Wolfgang Brandstätter bei der Staatsanwaltschaft Wien als Beschuldigter geführt wird, dort auch im selben Verfahren der Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnatschek. Das ist nicht irgendjemand, das ist jahrelang so etwas wie der mächtigste Beamte in der heimischen Justiz gewesen und wahrscheinlich nach wie vor. Das hat auch zu entsprechenden Reaktionen geführt. Vor allem die ÖVP scheint sich hier massiv auf den Schlips getreten zu fühlen und wirft vor allem der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vor, hier Fehler zu machen und macht hier Presseaussendungen und versucht irgendwie die Staatsanwaltschaft hier in ein schlechtes Licht zu rücken. Deswegen fällt das wahrscheinlich jetzt besonders auf. Eine solche Situation hat man natürlich nicht alle Tage. Festhalten möchte ich, dass alle Betroffenen in allen diesen Verfahren sämtliche Vorwürfe zurückweisen. Man wird sehen, was am Ende des Tages dabei herauskommt. Da hat es bekanntermaßen Sicherstellungen gegeben. Beim Verfassungsrichter Brandstätter dürfte es ein Laptop gewesen sein. Beim Sektionschef Pilnatschek offenbar ein Mobiltelefon. Man kann davon ausgehen, dass diese Geräte jetzt einmal ausgewertet werden. Da wird man schauen, ob da darauf irgendetwas zu finden ist, das den Verdacht erhärten könnte. Und davon wird wohl einiges abhängen im Zusammenhang mit diesem Ermittlungsverfahren. Novomatic zahlt sicher nicht alle, aber fest steht, dass Novomatic viele bezahlt. Wir haben vergangene Woche gemeinsam mit der Zeitung Der Standard und mit dem ORF eine Spenden- und Sponsoringliste ausgewertet von Novomatic der Jahre 2016 bis 2018, wo man schon feststellen muss, dass es hier eine Reihe von Sponsorings gegeben hat für Organisationen, für Vereine, die eine durchaus eine nahe Beziehung zu Politikern oder teilweise auch politischen Parteien aufweisen. Da wird zum Beispiel der Golfclub gesponsert, des Clubobmanns der ÖVP im Niederösterreichischen Landtag. Der ist dort Präsident bei dem Golfclub. Dann wird der Fußballverein im Burgenland gesponsert, bei dem der ein früherer SPÖ-Clubobmann Präsident ist. Es gibt Ballspenden für den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband in Niederösterreich. Es gibt Sponsorings im Bereich des ÖVP-nahen Alois Mock-Instituts. Das ist natürlich dann in der Gesamtzusammenschau doch auffällig und man stellt sich schon die Frage, ob hier was vorliegt, was man unter politischer Landschaftspflege einordnen könnte. Also da geht es nicht um etwas Strafbares, da geht es einfach um die Frage, ob man hier sozusagen darauf schaut, dass man Vereine erwischt, bei denen vielleicht politische Entscheidungsträger tätig sind, und ein gutes Klima sozusagen generell für das Unternehmen schafft. Wie gesagt, das muss per se nicht strafbar sein. Betonen muss man, dass Novomatic das bestreitet. Also Novomatic sagt, Sponsorings werden ausgewählt, wenn sie der eigenen Marke sozusagen nützen und werden nicht aus politischen Zusammenhängen heraus ausgewählt.